Hi Leute, ich möchte mit euch heute über Leitkultur und Relativismus sprechen. Und Relativismus ist ja für die Leute, die ihn betreiben, eine relativ entspannte Haltung. Denn, wie der Name schon sagt, alles ist ja irgendwie relativ. Auch Gut und Böse sind relativ. Und deshalb entbindet einen der Relativismus letztendlich auch von der Verantwortung für das Verhalten anderer, aber auch für das eigene Verhalten. Und auch Kulturen sind relativ und damit gleichwertig. Ja, auch wenn die eine Kultur ihre Frauen verhüllt und Menschen, die anders denken, den Kopf abschlägt, trotzdem darf man sie nicht verurteilen, weil dann wäre man ja ein Kulturrassist oder wie immer diese irren Linken das nennen. Und wenn man doch mal wagt, etwas zu verurteilen oder zumindest zu kritisieren, dann muss man gleich wieder relativieren. So wie hier in diesem Klassiker mittlerweile schon des Relativismus, der damals nach der Silvesternacht in Köln ziemlich viral gegangen ist von den Kollegen von Extra 3, die sagen, nicht Ausländer belästigen Frauen, sondern Arschlöcher belästigen Frauen. Das ist ja erstmal nicht falsch, sogar ziemlich richtig. Aber häufig sind es nun mal Ausländer, die Frauen belästigen. Und auch in der Kölner Silvesternacht waren es ausländische Arschlöcher, die die Frauen dort belästigt haben. Was aber viel entscheidender ist, und auch darum soll es heute hier in diesem Video gehen, dass die Relativisten sich damit selbst ad absurdum führen und ihren Relativismus selbst ad absurdum führen. Denn was sagt uns denn das, wenn nicht Ausländer Frauen belästigen oder auch vergewaltigen, war das ja eigentlich in vielen Fällen, wenn man mal ehrlich ist, sondern Arschlöcher. Das spricht doch sehr dafür, dass man Grenzkontrollen einführt. Und dass man eine kontrollierte Einwanderung hat, damit man die Arschlöcher oder möglichst viele davon schon an der Grenze aussieben kann. Und damit man zumindest die aktenkundigen Arschlöcher, und das waren ja viele davon, gar nicht erst ins Land lässt. Also ein Argument für einen rechten Programmpunkt. Und das ist auch in vielen anderen Bereichen so. Auch der zweite Punkt, den man immer wieder hört, wenn es darum geht, ja, jetzt sind die Gewalttaten gestiegen und diese ganzen Typen, die da ins Land kommen, schlagen, stechen, tun was weiß ich was, dann heißt es immer, ja, das hätte aber nichts damit zu tun, welche Kultur diese Leute mitbringen oder welchen religiösen Hintergrund sie haben, sondern es wäre ja generell so, dass junge Männer wären immer gewalttätiger. Das stimmt auch erstmal im Ansatz, auch wenn da natürlich schon der Punkt ist, dass die Gewalt von jungen Männern, also wenn man so die klassische Barschlägerei oder was nimmt, oder irgendwie nach der Disco auf dem Parkplatz oder was, wo es auch schon immer mal zu Raufereien nannte, früher auch in der Schule und so kam, natürlich eine ganz andere Qualität hatte als das, was wir da heute kennenlernen, wenn irgendwelche Leute mit der Machete zum Shoppen gehen. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, das ist richtig, was sie sagen, und mal ganz großzügig sagen, okay, ihr habt recht. Aber ist es dann klug, wirklich Hunderttausende neue, junge, alleinstehende, hormonell aufgeladene Männer ins Land zu holen, wenn man weiß, dass diese generell gewalttätiger sind als ältere Männer, als Frauen, als Familien, als Kinder natürlich. Ist es dann klug, gerade diese Leute so massenhaft ins Land zu holen? Ich denke nein. Auch da
zeigt der Relativismus wieder, wie er sich selbst ad absurdum führt und wie er eigentlich in der Argumentation uns Recht gibt. Und Gleiches gilt auch für einen weiteren absoluten Klassiker, wenn ich den Klassiker unter den relativistischen Kabarett-Aussagen zumindest. Das ist der Kabarettist Hagen Räther, der gesagt hat, wir blenden das kurz ein, der gesagt hat, es sterben ja auch so viele Menschen an Alkohol in Deutschland. Haben Sie Angst vor Alkohol? Wenn nicht, warum haben Sie dann Angst vor dem Islam? Also erstmal ist natürlich der Unterschied, es ist traurig, dass man das erklären muss, zu jemand, der sich totsäuft und jemand, der beim Saufen am Weihnachtsmarkt in die Luft gejagt wird, dass der eine das in Anführungsstrichen freiwillig macht, weil er ja selbst trinkt und sich für diesen Lebensweg entschieden hat. Und da ist vielleicht auch eine Krankheit oder mangelnde Disziplin, aber letztendlich ist der Weg dorthin doch ein freiwilliger. Während jemand, der auf den Weihnachtsmarkt geht, ja nicht dahin geht und sagt, heute möchte ich in die Luft gejagt werden. Deswegen ist da schon mal ein Unterschied. Aber auch hier sagen wir mal, sind wir ein bisschen großzügig und gehen da jetzt nicht so sehr drauf ein, sondern schauen uns nur die Aussage an sich nochmal an. Und auch hier führt der gute Relativist sich mal wieder selbst und seine Argumentation ad absurdum. Denn was er damit natürlich auch sagt, ist, Alkohol führt zu Alkoholismus. Und wo führt der Islam hin? Natürlich hat Alkohol so viel mit Alkoholismus zu tun wie Islam mit Islamismus. Niemand würde behaupten, Alkoholismus hat nichts mit Alkohol zu tun. Aber viele, viele Irre da draußen behauptet, der Islamismus hätte nichts mit dem Islam zu tun. Und so führt auch hier der Relativismus sich mal wieder ad absurdum. Und das tut er auch in einem letzten Beispiel, und da spiele ich euch jetzt kurz eine Bildsequenz, beziehungsweise eine Bewegtbildsequenz aus der Heute-Show ein. Beziehungsweise ich nehme wieder das iPad, weil wir wollen ja keine öffentlich-rechtlichen Rechte verletzen. Zumindest nicht mehr als nötig, auch wenn wir über unsere Gebühren ja eigentlich schon mehr als genug dafür bezahlt haben. Aber der letzte Relativist, den ich euch heute vorstellen muss oder möchte, muss. Ich wünsche, es gäbe nicht so viele, aber wenigstens haben wir da was, worüber wir uns amüsieren können. Wenn auch anders als gedacht, weil das ist ja auch als Comedy und Satire gedacht. Nur ist es eher unfreiwillig komisch. Es ist der Kollege, wie hieß der doch gleich? Nico Semsrott. Semsrott? Ja, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Aus der Kapuzenpullover Antifa Spacken, hätte ich fast gesagt, aber nein. Hier, ja, der Typ halt da aus der Heute-Show, aus dem schwarzen Block der Heute-Show, wie ich immer so schön sage. In dem Text geht es um Werte. Und ich mache mal kurz an. So, ne, rechte Menschen und rechte Paviane gehen davon aus, dass alle in einer Gruppe die gleichen Werte haben. Und da denke ich jedes Mal, krass, ich habe doch noch nicht mal die gleichen Werte wie ich selbst. Wenn ich betrunken bin, habe ich völlig andere Überzeugungen, als wenn ich nüchtern bin. Das habe ich schon oft ausprobiert. Aber ich brauche überhaupt gar keine Drogen, um mein Wertekorsett komplett zu ändern, ja? So sieht meine Hilfsbereitschaft aus, wenn ich gelassen bin.
So sieht sie aus, wenn ich müde bin, hungrig, gestresst. Ne? Und hier sieht man, das ist dann sogar eine negative Hilfsbereitschaft. Da helfe ich dann anderen Menschen nicht über die Straße, sondern stelle ihnen ein Bein. Ne? Das heißt, wenn mich jemand fragt, an welche Werte glaubst du, dann ist meine Gegenfrage, um wie viel Uhr? So, hier machen wir kurz dann auch schon wieder Stopp, weil lustiger wird es dann doch nicht. Aber man spielt ja zwei Shows heute, in denen ich auch keine Jobs mehr kriege. Dabei könnten die wirklich beide gute Autoren gebrauchen. Aber um auf den jungen Mann zurückzukommen, ist euch aufgefallen, was er damit eigentlich sagt? Im Grunde will er sagen, Werte sind ja total unsinnig und unnötig und weil, wie er sagt, zu jeder Tageszeit, je nach Zustand, hat man sowieso andere Werte. Klassischer Relativismus, Satz und Argumentation. Aber was er damit eigentlich sagt, ist, wie wichtig es ist, dass es sowas gibt wie universelle Werte, die dann eben nicht einfach so von Tagesform, Alkohol, religiösen Gefühlen oder sonst etwas abhängig ist, weil es eben universelle Werte sind und gegen die darf man nicht verstoßen und wenn man gegen die verstoßt, gibt es auch keine Ausrede. Also auch hier führt sich der Relativismus selbst ad absurdum. Damit möchte ich mich verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, drückt gefällt mir, kommentiert. Vielen Dank übrigens nochmal für die mega positive Reaktion auf das Xavier Naidoo Video. Ich glaube, es sind mittlerweile rund 15.000 Aufrufe, etliche Kommentare und vielen, vielen Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal.